herzlich den berühmtesten Kfz-Meister aus dem Rheinland, nämlich Herrn Brenig. Herzlich willkommen. Jimmy, haben Sie schon mal was von Theo Brenig gehört? Schon mal gesehen? Algo había oído. Ich hatte schon was gehört, aber heute habe ich ihn jetzt persönlich kennengelernt. Okay. Y podría ser mi padre de los Und das Santos. Könnte mein Vater sein, sozusagen der Jump-Vater, ja. Sozusagen. Genau. Haben Sie schon mal von ihm gehört oder gesehen? Ja, bei der Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft hatte er einen legendären Auftritt. Ja. Habe ich gesehen im Fernsehen. Den schauen wir uns mal an und reden gleich mal darüber, warum es nicht so richtig funktioniert hat. Ja? Das sind die Bilder zu diesem Auftritt. Und Jimmy erzählt uns mal, was da genau passiert ist. Also es war kurz vor dem Anpfiff. Sie entscheiden sich, laufen los. Laufen über den Rasen. Was wollten Sie machen? Ich wollte die Trophäe zumindest anfassen. Zumindest anfassen. Maradona, Pelé, Beckenbauer hatten die Trophäe schon angefasst. Wollte ich auch. Das wollte ich auch. Ja. Und dann wurden sie aber ziemlich hart angefasst. Ja, klar, gut. Das ist normal. Das habe ich schon erwartet. Das war eine spektakuläre Aktion, die ich vorhatte. Ich wollte diese Mütze. Ich wollte der ganzen Welt diese Mütze zeigen und ich bin also gelaufen, ich habe die Mütze aufgesetzt, eine katalanische Mütze aus Barcelona, aus meiner Heimat und ich wollte das mit der ganzen Welt teilen, diese Aktion. Und ich wollte sie in der Trophäe überstülpen. Das ist das, was Sie vorhatten. Ja, das steht dem doch eigentlich ganz gut, diesem Pokal, so ein Mützchen. Ja, das was ich machen wollte. Beschreiben Sie uns einmal kurz diese Aktion. Das war eine unglaubliche Aktion und wir sehen gleich nochmal Bilder des ZDFs, nämlich Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn, die ganze Situation nochmal computeranimiert aufgelöst haben. Okay. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Aber zunächst mal die Frage, Sie haben es gemacht vor dem Anpfiff. Warum? Normalerweise stören Sie ja während des Spiels. Während des Spiels wäre es sehr viel schwieriger gewesen. Da gibt es ja sehr viele Sicherheitskräfte. Ich war ja schon in Berlin 2006 im Finale und da gab es einen großen Graben im Olympiastadion. Da konnte ich das nicht. Das konnte man nicht überspringen. Ich wollte das aber gerne machen und auf eine sichere Art und Weise. Die einzige Möglichkeit war das also. Kurz vor dem Spiel, da gab es eine gewisse Sicherheitslücke und diese Arzt Cannavaro, die Trophäe hochgehalten hat, da habe ich gedacht, das ist jetzt der geeignete Augenblick und so habe ich es gemacht. Auf was muss man dann achten? Also ist das vorher schon genauso geplant? Schaut man sich an, wo sind die Ordner, wo ist der beste Moment? Und dann achtet man darauf, bis es einen Moment der Aufmerksamkeit gibt? Nein, das ist wie alles. Du kannst ja an vielen Orten sein und es gibt immer den geeigneten Augenblick, an dem vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so groß ist und so weiter. Und bei einer Finale ist das natürlich unglaublich schwierig. Da gibt es höchste Sicherheitsvorkehrungen. Aber es gibt immer einen Augenblick, an dem sie nicht ganz aufmerksam sind. Aber das mache ich auch in anderen Veranstaltungen, nicht nur Fußball, auch bei dem Eurovision. Contest zum Beispiel, wie auch immer. Den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Das war skandalös. Aber zuerst Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn, die das Ganze dann im ZDF nochmal computeranimiert aufgelöst haben. So schön haben selbst Sie Ihre Aktion noch nicht gesehen. Bitte schön. Kennst du Jimmy Jump? Der Mann jetzt kommt hier oben links. Der Mann, der sich hier gnadenlos der weltbekannte Flitzer gegen alle durchsetzt. Erinnert ein bisschen an Maradona. Ja. Wo war das? 86? Sein Markenzeichen ist eine rote Wollmütze. Er ist glühender Anhänger des FC Barcelona. Hier sieht man dann aber deutlich, wie sich der offizielle Verteidiger, vom Sicherheitsdienst, einschaltet und den armen Mann kurz vor dem wundervollen Pokal niederstreckt. Das ist klarer Jimmy Jump. 11 Meter. Würde ich sagen. Ich frage mich, warum macht er das? Ich meine, jetzt wird er weggebracht. Und jetzt wird er weggebracht. Jetzt kommt er wahrscheinlich hier vor den Schnellrichter. Und den Pokal? Habe ich gelesen. Hat er auch nicht bekommen. Nein, die werden dann immer irgendwo werden sagen, wenn ich das mache, dann kriegst du das. Oder irgendwelche Wetten abschließen vorher. Aber braucht es nicht. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Nein. Ja, und sie hat dann die Frage gestellt, warum macht er das? Warum macht er das?
Oliver Kahn me conoce porque en Bayern de Múnich es denn, para un ich war ja schon beim FC Bayern auch da, war. Ich habe auch schon mal eine Aktion Messi durchgeführt. Ich habe Lionel Messi die Mütze aufgesetzt damals bei dem Spiel, beim Abschiedsspiel für Mehmet Scholl war das damals, ja. Genau, das war das Abschiedsspiel, da habe ich auch einen Jump gemacht. Und das, ich genieße es einfach, ich will auch, dass die Leute sich da amüsieren, dass sie das gut finden, dass sie Spaß haben, und ich benutze die Mütze immer als Erkennungszeichen und mein T-Shirt auch. Und ich freue mich, wenn die Menschen das auch teilen, diese Freude, die ich dabei spüre. Das heißt, auch das eine Art Suche nach Aufmerksamkeit. Es geht nicht um Geld, sondern ganz im Gegenteil, es kostet Sie einen Haufen Geld. Wie viele Schulden haben Sie aktuell? Sí. Es un poco de exhibicionismo, un poco de adrenalina. Klar, es ist von allem ein bisschen, ein wenig Exhibitionismus, es ist auch ein Freiheitsgefühl. Ich fühle mich wie ein Libero, ich fühle mich frei bei diesen Sprüngen. Aber ich bin einfach nur ein Verrückter. Aber ich fühle mich wie Superman in dem Augenblick und glücklich darüber. Super Jimmy! Was war das? Sie waren ja ganz dicht, Sie waren ganz, ganz dicht an dem Pokal dran. Was ist denn das für ein Gefühl? Ich habe ihn sogar ein wenig berührt. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da durchläuft? Sieht man da nur noch... Es ist eine sehr starke Emotion, ein ganz starkes Gefühl. Das ist, wie, als wäre man ein Teil dieses Finales. Es ist etwas für die Geschichte sozusagen. Jetzt wird es natürlich immer schwieriger sein. In Brasilien wird es 2014 sehr viel schwieriger sein. Da kennt man mich schon. Da werden sie schon vorsichtig sein, ob Jimmy Jump wieder kommt. Jetzt haben wir gesehen, erstmal große Freiheit und dann folgt fast unweigerlich der Knast. Ja, so ist es. So ist es. Bei St. Pauli war es nur lustig. Da hat die Polizei zum Glück nicht eingegriffen. Ich bin da herumgerannt und ich konnte sogar auf die Tribüne, denn St. Pauli, das ist jetzt aufgestiegen und da haben sie gefeiert. Das war einfach sehr schön eigentlich, das Gefühl. Und ich wünsche St. Pauli auch viel Glück. A Soccer? Ah, sí. Genau, er macht im Grunde alles. So, da läuft er hier über St. Pauli. Herrliche Geschichte. Hätte dann sogar noch die Möglichkeit gehabt, ein Tor zu schießen. Wie viel Geld hat Sie das Ganze bis jetzt gekostet? Ja, ich habe tatsächlich sogar versucht, den Ball zu kriegen und in die Nähe des Tores zu kommen. Und ich wollte das Tor mit einem schönen Lüpfer ins Tor bringen. Und das wäre herrlich gewesen, wenn die Leute mich applaudiert hätten. Ist es wahr, dass Sie im Augenblick 300.000 Euro Schulden haben wegen Aktionen wie dieser? Das ist das große Problem, das stimmt, das ist wahr. Also es ist illegal, was ich tue, und das gefällt der Polizei natürlich nicht. Aber ich lache darüber, ich bin frei und was soll's. Und jetzt werde ich ein Piratenschiff kaufen und hier in Hamburg, im Hamburger Hafen, ankern. Und ich glaube, hierher kommen sie nicht, hier trauen sie sich nicht. Wahnsinnsgeschichte. Wie sind Sie denn überhaupt mit 300.000 Euro Schulden nach Südafrika gekommen? Ist es wahr, dass Sie First Class geflogen sind? Das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe tatsächlich kein Geld und ich verkaufe ab und zu ein T-Shirt an die Fans, die ich habe. Und ab und zu gibt es Werbung, die ich machen kann nach dem Eurovisions-Jump. Mit dem Geld konnte ich nach Südafrika fliegen, aber an sich habe ich sonst gar nichts. Ich habe jetzt dir ein Geschenk mitgebracht, Markus, dieses T-Shirt. Herrlich. Jimmy Jump T-Shirt. Sowas hier, ja? Ich zieh das. Zieh dich mal aus. Feel free. Vielen Dank. Sie haben sich, nur um das ganz kurz abzuschließen, Sie sind praktisch mit null Geld nach Südafrika geflogen, haben vermutlich Economy Class gebucht, sind aber First Class geflogen. Wie kam es dazu? Warum? Ja, war so. Ich hatte nur $10 in der Tasche, war müde, ich musste ausruhen und ich hatte einen schwierigen Jump vor und war schwer in der zweiten Klasse einen freien Platz zu kriegen. Ich habe einfach in der Business Class mich reingesetzt, es kam niemand und ich habe mich ausgeruht geschlafen. Was ist Geschichte? So, und in der Business Class
In der Business Class hat sich kein Mensch gewundert, warum er da sitzt. Genauso wenig wie sich auf einem Foto, nämlich ein Foto, das gemacht wurde mit Yasser Arafat, niemand gewundert hat, wer denn dieser feine Herr direkt daneben ist. Ein Herr.